Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, mal wieder zu Fortnite. Und zwar geht es um den geheimen Kampfstern in Woche 3, wie man hier sehen kann. Zwar leider nur ganz klein, aber bei dem Auto ist ein Koordinatensystem quasi dargestellt zwischen dem Battle Pass Stern und zwar J2 und SW, wofür SW dasteht, vielleicht für Südwesten oder so, keine Ahnung, aber J2 natürlich ein Koordinatensystem. Und ja, gehen wir mal zu dieser Stelle hin und mal schauen, wo der uns hinführt. So, in der Lobby angekommen, gehen wir jetzt nun hier hin. Das wäre in diesem Punkt hier. J2, genau hier und hier. Wunderbar. Das ist jetzt ein bisschen doof. Müssen wir jetzt ein bisschen lange warten. Ich habe erstmal hier so gedacht, ja, was soll das bedeuten? J2 hört sich nach einem Koordinatensystem an, wegen der Karte. Ich wollte es erstmal nicht glauben, weil das irgendwo am Ende liegt, so wie das auf jeden Fall hier aussieht. Und ja, wahrscheinlich liegt das da. Wofür das SW dasteht, keine Ahnung. Südwesten vielleicht. Ich habe erstmal gedacht, weil ich nicht dran gedacht habe, wegen dem Koordinatensystem, dachte ich erst, es hat irgendwas mit einem Auto zu tun, was irgendein bestimmtes Kennzeichen hat, irgendeins. Aber es war einfach nur übelst der dumme Gedanke gewesen, auf jeden Fall. Und ja, deswegen kann das eigentlich nur noch hier sein. Und ich sag zu oft und. Aber egal, passt schon irgendwie. So. Ich sehe schon ein graues Fleckchen und ich denke mal, da müsste der geheime Kampfstern sein. Und so ist es. Sammeln wir ihn direkt ein und man bekommt wahrscheinlich ein Level ab. Ob das jetzt Ingame, also Season Level ist oder Battle Pass, habe ich keine Ahnung, weil ich bin komplett. Und ja. Für Leute, die den geheimen Kampfstern noch nicht haben und wissen wollen, wo er ist, hier habt ihr die Lösung. Und ja, das war's auch schon. Und ja, über ein Like würde ich mich gerne freuen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Nein, ich bin nicht abogeil oder sonst was. Ich will euch einfach nur informieren. Und ja, wie gesagt, das war's auch schon. Dann würde ich sagen, macht's gut, Leute, und ciao, bis zum nächsten Mal.